Meine Herren! Das ist heftig gewesen, sag ich mal. Ganz unverblümt. Wow! Das ist lange, das ist heftig, das ist richtig herausfordernd. Das ist wirklich spaßig, das war cool. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Es war wirklich ein Erlebnis. Wow, schön. Wir kriegen jetzt also die Spielzeuge, die wir hierfür brauchen. Ich gehe mal wieder zurück auf Save 7. Jawohl. Ich gebe euch schon mal die richtigen Spielzeuge. Du kriegst mal das hier. Werde ich eigentlich getötet, wenn ich hier stehen bleibe? Ja. Was ist denn das für ein Mist? Wie soll ich das denn machen? Der lasert mich weg. Ich muss das also irgendwie auch noch timen. Krasse Sache. Gut, dann würde ich sagen, du kriegst mal das da. Du kriegst das da. Und du kriegst das da und gehst mal kurz aus dem Weg. Ja, wie machen wir das am besten? Wir fangen von hinten an. Ich stelle mich jetzt direkt mal hier drauf. Wenn ich hier noch nicht weggelasert werde, wäre super. Dann schicke ich dich irgendwie durch. Und du überlebst das. Das wäre super. Das wäre klasse. Das wäre... Das wäre ganz toll, wollte ich sagen. Oh Gott, nein. Ich brauche die alle noch. Kann das sein? Kann das sein, dass diese Mistkerle hier alle überleben müssen? Ah, was ein Rotz. Dieses Spiel macht mich fertig. Ein bisschen. Wenn ich doch nur eine sichere Position hätte, eine halbwegs sichere Position, wäre schon ganz cool. Also, Save 7. Ich fange jetzt hier mal von hinten an, dann habe ich nämlich das, was ich habe ich dann, sozusagen. Momentan habe ich tote Grunts, das ist nicht so toll. Okay. Die Maus möchte gerne hier drauf... Och, komm schon. Save 7. Also. Du möchtest gerne hier weiter marschieren. Und die Maus möchte das auch gerne. Die Maus möchte gerne hier drauf. Du möchtest gerne hier drauf. Und du, oh mein Gott, möchtest gerne nicht sterben, sondern einfach nur hier drauf. Das ist ein Checkpoint. Save 8. Jetzt muss ich nur noch... Das war offenbar Hotkey 1. Hoffentlich. Jetzt muss ich nur noch ein paar... Oh Gott. Was zur Hölle? Gut, ich bewege dich mal. Ich muss die irgendwie da rausbringen. Das ist das Problem. So und so. Oh, oh, oh. Sieht gut aus. Und dich... Nein, 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 nein! Oh Gott. Nach unten und nach links. Das ist die 1. Hotkey 1. Hotkey 1. Hotkey 1. Soweit ich weiß, könnt ihr die Ladebildschirme nicht sehen. Deswegen wird es für euch so aussehen, als würde da immer wieder das Bild reinspringen und meine Grunts würden von vorne sterben. Das ist bestimmt super lustig. Hahaha. Ha, ha. Gut, wir haben den Checkpoint hier also erreicht und endlich weg von diesem Riesenrätsel, weg von diesem verdammten UFO. Los, weg. Aus dem Weg. Sowas von aus dem Weg. Puh, Save 7. Save irgendwas, mir völlig egal gerade. Und wir öffnen die Pforten zu das da. Und das da öffnet irgendwas, da rechts. Nein, nach oben. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt meine Truppe, die natürlich hier ordentlich Rabatz machen kann. Das ist natürlich super. Unter anderem wegen meinem Panzerhandschuh-Grunt. Der hier gleich mal ein volles Fass Sepp Cola findet. Klasse. Noch ein volles Fass. Oh mein Gott, hier liegen nur Fässer mit Sepp Cola, damit ich die Truppe hier auf die Reihe kriege. Irgendeiner muss sich hier opfern. Bis zum Checkpoint oder so, zumindest. Und hier mein Röhrchenkamerad darf sich offenbar hier ein paar... 6 Stück, 7, 8. Ich komme genau auf 2 Grunts. Wenn ich das so mache. Ich glaube, das möchte ich machen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich sehe auch gerade keine andere Möglichkeit. Also du möchtest außen rumgehen und alles aufschlagen oder so ähnlich. Speichern wir nochmal Save 7. Und ich fange jetzt an, hier Grunts zu produzieren. Das heißt, ich gehe hier runter durch
Und kehre nochmal zum Schauplatz des Geschehens zurück, bei dem ich zum Glück, sowas von zum Glück, wirklich 8 deutlich unterscheidbare Farbkleckse vorfinde. Alles einzeln sauber niedergemetzelte Grunts. Hier im großen Finale, das wirklich ein langes Level darstellt. Einfach weil die Rätsel allein schon das Ding von eben, hallo. Das muss man auswendig lernen oder mit ganz viel Save und Load irgendwie angehen. Gut. Das heißt, es geht jetzt hier wieder rüber. Jawohl. Ach so, klar, ich kann den Kameraden ja wieder hier rüber schicken. Muss ja einfach nur 2 Minuten lang dieses komische Mistding machen. Hier liegen auch noch jede Menge. Ach, weißt du was? Ich hole mir erstmal die oben. Die sind nämlich wesentlich einfacher zu kriegen. Und auf die Farbe kommt es ja nicht an. Damit hätten wir schon mal den ersten Grunt. Und ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich wirklich 3 produzieren soll. Aber es wäre möglich. Den ersten werde ich jetzt auf jeden Fall einfach mal hier absetzen. Und der darf sich ja auch gleich aus seinem Gefack... Das war ein Fehler. Verdammt. Wo bin ich? Ich bin hier. So ein verdammter Scheiß. Das heißt, wir fangen nochmal an mit dem Schlürfen hier und ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, etwas häufiger zu speichern. Das wäre hilfreich. Wobei das Angewöhnen im Grunde der falsche Begriff ist, weil wir haben es fast. Grunts ist beinahe geschafft. Unsere Leute müssen das letzte Warpstein-Teil finden und vorbei an der feindlichen Armee unserem König dieses Teil überreichen, um sich dann auf den Weg, auf den wohlverdienten Weg nach Hause zu machen. Ich bin sehr stolz, den Grunts bei dieser Aufgabe geholfen zu haben, aber noch ist es ja nicht geschafft. Noch müssen wir hier einiges erledigen, unter anderem in der Grunt-Bäckerei ein bisschen rumproduzieren. Gehen wir wieder auf Safe 7. Und ja, du könntest auch gleich noch ein bisschen mehr Material herbeischaffen. Das schadet ja nicht. Das heißt, ich produziere dich. Und jetzt fällt es mir ein, ich darf den anderen noch nicht mal auf den Schalter gehen lassen. Das wäre ein fataler Fehler. Wir sind kurz vor der großen Schlacht. Das hier unten hier... Doch, ich brauche diesen Grunt ja. Das ist ja der Grunt, der möglicherweise mein Secret geöffnet hätte. Hierüber kommt er vielleicht wieder zurück. Das wäre eine Möglichkeit, die Grunt-Münzen zu kriegen. Das ist interessant. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Aber bis dahin werde ich jetzt erstmal diesen Pfad verfolgen und auf jeden Fall mir den Rest an Grunt-Soße holen, den ich so kriegen kann. Also einfach hier lang. Lang marschieren, das dürfte zeitlich zu knapp werden. Das bedeutet, hier drauf, hier hoch und hier lang. Perfekt. Ich hätte euch beide auch noch erledigen können. Fällt mir nur gerade auf. Ich könnte ja zubuddeln. Mitten im Feindesgebiet. Wäre zwar eine heikle Lage, aber wäre möglich. Und ich kann sogar nicht mehr als 2 Grunts produzieren. Fällt mir auch gerade auf. Aus folgendem simplen Grund... Ja, hier muss ich wenigstens eine Lache haben. Die können alle übereinander liegen, aber ich brauche, glaube ich, nur eine. Oder ich habe mir gerade was Falsches zusammengereimt. Ich kann nicht mehr als 2 Grunts haben. Stimmt das? Du kriegst das hier. Klar, und ich kann nicht mehr als 2 Grunts hier irgendwie rausbringen. Das heißt, das hier ist das Optimum. Wunderbar. Gehen wir mal wieder auf Safe 8. Wie wäre es damit? Dich brauche ich auf jeden Fall noch. Du musst mir hier jede Menge Blöcke aufschlagen. Und ich habe hier nur ein Spielzeug. Hier eine Ente. Ich weiß jetzt nicht, wen ich hier reinschicken möchte zum Wiederbeleben. Außerdem gibt es hier noch jede Menge Schalter, die ich betätigen muss. Wie machen wir das denn am besten? Die Spielzeuge sind natürlich super. Irgendwo auch super wichtig, finde ich. Deswegen werde ich mal die unwichtigeren Grunts... der Schaufelgrunt ist auch nicht schlecht. Der Entengrunt. Brauche ich dich noch? Du könntest... Nee, du könntest gar nichts mehr, glaube ich. Ich muss spekulieren. Ich gehe auf Safe 8 und spekuliere jetzt ab Safe 8 einfach mal hin und her. Das heißt, ich werde die Rolle nehmen mit dir. Genau, und der Rest der Truppe darf jetzt die Grunts hier wiederbeleben. Du könntest hier noch ein paar Sepp-Colas aufschlagen, Mann. So viel Sepp-Cola auf einem Ort, an einem Fleck. An einem Ort
an einem Fleck. Ja. Ist schon bemerkenswert. Und jetzt muss ich, das ist genau abgestimmt, ich muss genau diese Vierertruppe oder diese drei noch hier rüber schicken. Zum Glück nicht überstacheln, der wird es nämlich kaum überleben. Wobei, hier ist ja hier... Oh, Gott, hier ist ja jede Menge Sepp Cola, wollte ich sagen. Hier drauf. So, der Rest muss jetzt ein bisschen dem Pfad folgen. Safe 8? Wollte ich ab Safe 7 oder ab Safe 8? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir laufen einfach mal hier unten lang und ab zu diesem Punkt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der letzte Grunt das macht. Vielleicht mit einer Schaufelaktion? Ist das machbar? Oh Gott, du bist so dämlich. Dann machen wir das hier halt nochmal. Oh komm, schon. Wuppala, da habe ich eben die Optionen geöffnet. Ich glaube, das hat man auch nicht gesehen. Grunts blendet diese Windows-Menüs ja exzellent aus. Irgendwie. Oder Fraps bei der Aufnahme, je nachdem. Und ich würde sagen, das Schaufeln klappt nicht, deswegen werde ich hier einfach mal entlanglaufen. Probieren wir es mal. Auf Fullspeed. Fullspeed reicht nicht. Ach komm schon, verdammte Kacke. Hier, lauf, da. Ich muss kurz zur Seite ausweichen. Das ist natürlich der Punkt, der mir nicht gefällt, weil dann da das UFO wartet. Aber ich muss es ja auch nur einmal machen. Aber dafür erfolgreich. Das hier klingt die ganze Zeit wie Donald Duck. Dieses Rumgeschreie, wer auch immer da gerade für verantwortlich ist. Probieren wir es jetzt mal so. Hier drauf. So, hier rüber. Ich kann hier ja stehen bleiben. Gott, dann ist das ja wirklich nicht mehr so schwer. Möchte ich behaupten. Könnte mich auch irren, aber ich habe recht. Jawohl. Das ist jetzt zu, lustigerweise. Ah, da gehen die Steine kaputt. Das ist ja praktisch.